Herzlich willkommen zu einem weiteren Testblog. Ich bin's wieder, euer Krigo. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Windows startet, starten ziemlich viele Programme mit. Das macht euren Computer am Start einfach ziemlich langsam und es nervt einfach. Heute zeige ich euch, wie man diese sogenannten Autostarts ausschaltet. Dazu gibt es zwei Alternativen. Die erste Alternative ist etwas einfacher, ist das Ganze direkt im Programm ausschalten und das zweite ist, mit Windows eigenen Tools zu arbeiten. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch das Ganze mal mit Alternative 1 an. Ich zeige das Ganze am besten mal in Skype. Dazu geht man unter Aktion, dann Optionen und danach bei allgemeinen Einstellungen. Dann habt ihr hier den Schritt Skype beim Windows-Start ausführen. Da müsst ihr das Häkchen rausnehmen und auf Speichern klicken. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei MSN, ICQ und noch ganz vielen anderen Programmen. Einfach in den Einstellungen mal schauen gehen. Oh, da hat es mir gerade verschoben. Und das zweite ist, mit dem Befehl msconfig zu arbeiten. Dazu gebt ihr beim Startknopf msconfig ein. Übrigens unter XP einfach das Ganze bei Ausführen eingeben. Und danach bekommt ihr dieses Fenster. Da geht ihr jetzt auf Systemstart. Je nachdem, wie viele Programme bei euch installiert sind, ist diese Liste länger oder kürzer. Das sind alles Programme, die beim Start im Hintergrund gestartet werden oder auch im Vordergrund wie Skype, MSN oder ICQ. Wie seht, habe ich hier schon relativ viele Häkchen rausgenommen. Eines muss ich aber hierzu sagen. Ihr dürft einige Häkchen nicht rausnehmen. Das ist zum Beispiel das eine hier Betriebssystem, das muss drin bleiben. Und wenn ihr noch eine Grafikkarte verbaut habt, auch das muss drin bleiben. Den Rest kann man in der Regel alles rausschmeißen. Und natürlich den Security-Dienst, das ist von meinem Antivirenprogramm, das dürft ihr natürlich auch nicht entfernen. Aber sonst könnt ihr in der Regel hier alles entfernen. Um das Ganze mal zu präsentieren, nehme ich doch hier mal, ja, was können wir denn noch rausnehmen? Ich nehme jetzt mal Steam raus. Danach geht ihr einfach hier auf Übernehmen, dann noch OK und danach bekommt ihr dieses Fenster. Das verlangt, dass ihr neu startet, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Sobald der Neustart gemacht wurde, schmeißt es diese Programme raus. Aber Achtung! Beim ersten Neustart braucht ein bisschen länger, weil ihr die Programme neu umsortiert. Aber beim zweiten Start werdet ihr schon einen unglaublichen Leistungsschub merken, je nachdem wie viele Programme bei euch aktiviert sind. So, das war's auch schon mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich konnte euch helfen. Wenn ihr übrigens auch Fragen zu diesem Video habt oder zu anderen Computerfragen, schreibt es doch in die Comment oder direkt eine Mail an mir an christian@nerdstar.de. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch schon bald beim nächsten Video. Bis dahin, euer Gregor.